Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Platin in der Randomizer Sorting Challenge. Ich hasse dich auch, du kleiner Huso. Direkt demonetarisiert, so. Silber ist leider auch dabei. Ja, muck nicht. Ja, Bakuna. So, ich würde sagen, jetzt geht's in der letzten Vorproduktion sozusagen. Ja. Die Siegesstraße und die Pokeliga. Ich bin gespannt. Also, das Team. Ich bin zwar mit. Ich würde sagen, mit Skunktank bin ich nicht so ganz zufrieden, aber sonst haben wir beide ein geiles Team für die Liga. Mir ist wieder aufgefallen, warum wir zurückgegangen waren, glaube ich. Wow. Wegen Kaskade. Ach, stimmt, wie VMs glauben. Mhm. Kaskade ist eine physische Attacke, oder? Physische Wasserattacke, ja. Okay, also passt die zu Aquana nicht. Nicht so wirklich. So, und jetzt nochmal an den Zuschauer, was ich jemand zu Silber sagen wollte. Also, ich habe jetzt gerade zwei Grafikkarten in meinem PC. Und schön flexen. als ich die zweite Grafikkarte eingebaut habe, ist mir erst aufgefallen, Alter, was habe ich bitte für ein Kabelmanagement hinter, an der Seite von meinem PC, die man nicht sieht. Da ist alles Kraut und Rüben. Einfach nur so, dass wenn man durch das Seitenfenster reinguckt, dass es da gut aussieht. Und das ist das Wichtigste. Alter. Boah, jetzt holt's nochmal. Bam. Okay, gut. Das sieht so Kraut und Rüben da aus, aber ist egal, es läuft. Ja, scheiß drauf. Ja, und an die Leute, die es interessiert, ich habe jetzt als zweite Grafikkarte eine Radeon RX 580 drin. Ist nicht die beste, nur um darüber bestlaufen zu lassen. Lass das, der Toxer verpisst. Ja, ich muss ihn rausnehmen. So eine Scheiße. Lass nicht Coco weit draufgehen, dann bin ich sauer auf dich. Dann bin ich richtig sauer auf dich. Und wenn er drauf geht, was sagst du dann? Der geht nicht drauf, da mache ich mir keine Sorgen. Für die Pokéliga hätte ich gerne den Platinum Orb gehabt, dass ich den in der Angriffsform spielen kann. Wo kriegen wir das nochmal? Ich glaube, das gibt's hier gar nicht. Also das können wir vor der Pokéliga, glaube ich, gar nicht kriegen. Irgendwas war. Ja, wait, genau, das ist ja, glaube ich, in der Höhle, die Cynthia versperrt, oder nicht? Ich glaube, ja. Ja gut, theoretisch können wir es kriegen, aber nee, nochmal cheaten tun wir nicht. Nein, definitiv nicht. Also man könnte einfach einen Warglitch anmachen und durch die einfach in die Höhle reinlaufen bei Cynthia, aber ja, nee. Nee. Die Frage ist jetzt, erstens war mein einer Top-Schutz jetzt schon für den Arsch, aber gut. In der Siegestraße ist da noch ein Wasserfall irgendwie, wo wir Kaskade nochmal brauchen? In der Siegestraße, ja. Müssen wir da unbedingt lang, weil ja. Aquana wollte ich in der Siegestraße eigentlich mitnehmen. Ja, da müssen wir lang. Ja gut, da muss irgendwer anders weichen. Pack doch Skunktank raus, den benutzt du eh nicht. Ja. Obwohl, nee, Skunktank brauche ich auch. Der hat Zertrümmerer und Stärke, oder? Oder was hast du? Ah nee, Zertrümmerer hat er, okay, ja. Und das kannst du nur falls auch dem Pokémon beibringen, was Kaskade hat. Das kann gefühlt jedes Pokémon lernen. Na, ja, stimmt. Stimmt schon, ja. Shiggy! Shiggy? Ja, Shiggy, komm. Ah nee, Shiggy. Warte mal, Shiggy lebt noch. Nein. Shiggy, du bleibst da. Oh, der Mordart! Ja, der existiert sowieso eigentlich nicht. Also, ja. So. Rev hat das geschrieben, oder? Ja. Also ja, Rev, wir lesen deine Kommentare. Beziehungsweise selber liest du, ich kann nicht lesen. Ah ja. Ich kann nicht lesen. So, erstmal gucken, ob er Zertrümmerer kann. Oh ja, lol! Ja, ein Polion, du bist ein guter. Ich hab mich gerade gewundert, warum ich trotz Schutz die ganze Zeit Pokémon finde. Aber die sind hier ja auf dem Level. Hey. Oh, Empoleon wäre so ein geiles Teammitglied gewesen. Nee, wär's gar nicht. Doch, Empoleon ist geil mit seiner Typenkombi. Typenkombi ist geil, das stimmt. Nur ich mag Empoleon selber nicht so wirklich.
Der hat echt nicht so die geilen Stats und ja, keine Ahnung. Leben Orb, nice. Schön so. Live Orb drauf spielen auf Ho-Oh oder so. Gut, dann muss ich jetzt dran denken, dass ich Empoleon nicht auch nicht außersehen in den Kampf schicke. Da sind. Achso, nee, das ist ja eh gerandomized. Ich wollte gerade sagen, einfach irgendwie pflanzen ein Pokémon nach vorne für den Weg jetzt erstmal, aber. Och. Junge. Was zum Fick, ey. Pokémon Liga heißt das hier schon, was? Hm? Yo, wir haben einfach gefühlt keine Counter mehr. Außer diesen einen jetzt. Du hast Topschutz an, ja. Also ich hoffe, ja, dass wir beide in die Höhle reinkommen ohne Encounter. So. Ach, scheiße, du hast den Psychotyp ja noch gar nicht, oder? Siegestraße. Oh. Doch, hat er. Oh. Siegestraße und Pokémon-Liga. Also die Höhle selber im Inneren heißt Siegestraße und hier draußen heißt es Pokémon-Liga. Okay, dann haben wir zwei Encounter. Perfekt. Ja. Ja, ich bin lieb zu dir. Verpiss dich. Du sagst, du bist lieb zu ihm und setzt mir drei Quasar eine Drachenklaue ein. Was genau soll daran jetzt lieb sein? Für Rayquaza war es lieb. Er hätte was Schlimmeres machen können, eigentlich. Wenn er Dragon Meteor gehabt hätte oder sowas. Achso, da. Kannst du mich bitte daran erinnern, vor der Pokéliga nochmal nachzugucken, ob ich ihm Dragon Meteor beibringen kann, ob er jetzt das Zutrauen hat? Nee, da bleibe ich jetzt mal nicht drin. Was ist? Erinnere mich bitte dran vor der Pokéliga, dass ich mal nachgucke, ob Rayquaza Dragon Meteor jetzt erlernen kann. Weil er braucht das Zutrauen, ja. Ja, okay. Von meiner Seite aus kurz ein Cut, ich muss kurz weg, du kannst ja weiter. Jo. Bis gleich. Jo, bis gleich. Doppelkampf, jetzt leck mich am Arsch. Ja, 6 Stück, ey. Komm. Ey. Okay, ihr habt Arschkarte. Sagen wir es mal so. Ich glaube, Undicht müsste effektiv auf Golbat sein. Eigentlich könnte ich auch ein paar Steinchen draufschmeißen, aber. Ah, gut. Zu dir bin ich auch nett. Hier, du kriegst einen Feuersturm. Auf Wiedersehen. Das war klar. Giftzahn auf Gluak. Das ist jetzt aber scheiße. Das ist jetzt echt scheiße. Ich hole Glurak raus und bring dafür Aquana rein. Ja. Machen wir da. Obwohl, Rayquaza, du verpisst dich. Nied erstmal Golbat um, würde ich sagen. Und dafür hole ich jetzt Aquana erstmal rein. Ich hatte nicht vor zu fliehen. Was tust du da? Hä? Pass auf Ramaidon auf! Ja, deswegen habe ich ja Aquana reingeholt. Wenn Ramaidon eine physische Gesteinsattacke auf Rayquaza trifft, ist Rayquaza tot. Ja. Okay, jetzt könnte Ramaidon tot sein. Das ist die Absicht. Alter! Aquana enttäuscht mich nicht. Genau deswegen habe ich sie reingeholt. Oder ihn in dem Fall reingeholt. Alter, mir ist gerade gefühlt das Herz in der Hose. Ja, aber das war so geplant. Alles gut. Ich weiß, was mit Rayquaza passieren könnte, aber was hätte ich gerade sonst anderes machen sollen? Rayquaza rauspacken. Konnte ich nicht, weil er einen Horrorblick hatte. Uff. Obwohl, endet der. Ah nee, der Horrorblick endet, wenn Golbat tot ist. Okay, in der letzten Sekunde hätte ich Rayquaza, glaube ich, doch rausholen können. Aber gut. Ist es ein Zufall, dass jetzt die Vorentwicklung da ist? Okay. Ja. Ja. Hier, Feueregel, ich bin auch nett zu dir. Und. Obwohl, hier, gönn dir. Da ist Feueregel und nicht Feuerriegel. Ja, das ist. So nenne ich ihn schon gefühlt seit Jahren irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, du bist doch dämlich. Das ist meine Pokémon-Aussprache. Ja, und die ist in gefühlt 90% der Fällen falsch. Muck nicht. Tue ich aber.
Boah, okay. Starmie sollte man aber auch nicht unterschätzen. Mach Knirscher. Ja, der könnte eine Eisattacke einsetzen auf Rayquaza. Hallo. Nein, kann er nicht mehr. Nee, okay. Er ist nämlich die Psycho-Wasser. Und hat deswegen noch nichts mehr hier. Ja. So, jetzt lass mich. Wenn Rayquaza, was irgendwie 7 Level höher ist oder so, eine Knirscher gegen das trifft, dann aua. Ich habe keine normalen Tränke mehr, kann das sein? Scheiße. Ich muss auf jeden Fall eigentlich noch welche holen, aber. Na gut, egal. Das Pokémon Center und da kannst du gleich wieder hinfliegen. Also, wenn du hier angekommen bist, dann kannst du wieder nach Sonneweg fliegen, um dir Tränke zu kaufen und dann kannst du wieder hier hinfliegen. Ja, stimmt, ja. Schluss. Genau. Ja, mach ich das so. So, gegen die Trolle habe ich doch gerade gekämpft. Ist hier ein Item bei dem Fritzen? Rechts oben ist ein Item, links musst du lang. Ah, okay, das war Lust. Ich wollte eigentlich. Hab ich doch gerade gesagt! Ja! Na toll! Pilos will zu sein, Silber so, ja. Hackattack ist eigentlich ganz gut, das versteckt der Flugattacken. Das habe ich schon dreimal, viermal oder so. Und? Rayquaza hat. Warte mal, was hat Rayquaza eigentlich für ein Item? Ich glaube, ich hatte ihn. Eine gegeben für Drachenattacken, oder? Ah ne, Sanftglocke, ja, wegen seinem Zutrauen. Stimmt. Achso, genau, ja. Stimmt. Oh nö, nicht nochmal. Alter, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt, Alter. Und meine Hand, mein Finger klebt gerade wegen dem Monster. Oh, wow. Schön mit Monsterfingern an den Controller. Okay, die hat nur einen. Und ich mach erstmal. Volminas ist doch Psycho, oder? Nein, der ist Typ Gestein, Stahl. Okay, ich dachte, der ist Psycho. Gestein, Stahl, okay, dann kann ich Wasser draufklatschen. Boden und Kampf sind seine größten Schwächen. Hab ich irgendwie nicht. Ich sag ja, so eine Surfer ja. Von Aquana hält niemand aus. So doch, gefühlt. Genug. Nein, von meiner Aquana nicht. Das ist besonders. Du hast geschafft, das Evoli aus Let's Go zu entwickeln. Ja, ich glaube. Ja. Ah ja. Und Voluminas ist einfach gefühlt eine Mischung aus Adolf und dem Zug. Wie konnte der eigentlich auftauchen? Ich. Bock nicht. Verpiss dich jetzt. Danke. Giratina ist doch gerade vorne mit 47. Okay, dann packe ich Rayquaza jetzt wieder nach vorne. Der ist höher. Aber. Wahrscheinlich ist dein Schutz nicht mehr aktiv. Wow. Wow. So, 5 Jahre später, ich bin da. Wollen wir erst den Encounter holen oder soll ich erst Trecke holen gehen? Ist mir relativ. Ja gut, dann kannst du deinen Cut noch ein bisschen länger ziehen. Dann brauchst du keinen Zwischencut sitzen. Ich wollte gerade meinen Snitch-Controller in der Hand nehmen, aber ich spiele ja gar nicht mit dem Snitch-Controller-Pokémon hier. Und ja, ich nenne es Snitch-Controller und nicht Switch-Controller. Ah, ja. So, wo war hier nochmal der Markt? Da, okay. Ich wollte es gerade sagen, nur ich habe gerade Schmalzbier getrunken. So, Hypertränke habe ich. 14, okay. Supertränke für zwischendurch wäre nicht schlecht. Erstmal. Bälle habe ich wie viel? 15 sollte eigentlich reichen für 2 Encounter. Ja, für 2 Encounter sollte es eigentlich reichen. Und notfalls können wir gleich sofort immer noch wieder neue Bälle holen, wenn du merkst, dass hier nach dem ersten Encounter. Ja, kommt drauf an, wer da kommt. Die Bälle verschmissen wurden. Ja, wenn da jetzt ein Legi kommt, dann. Ja, aber wenn du hier jetzt den Encounter findest. Da kannst du ja, bevor wir den in der Siegestraße holen, immer noch wieder zum Laden laufen. Ah, stimmt schon. So, erst im Wasserwurf. Ja. Ich wollte nicht angeln. Och, gut. Sneebel? Okay. Ist ja, glaube ich. Schlecht. Ist, glaube ich, Eis undicht, oder? Ja. Und das ist das schnellste Undicht-Pokémon mit Darkrai zusammen, also die Weiterentwicklung. Ah, mein Schutz war aktiv. Null. Nein, ich würde sagen, den willst du nicht haben, oder?
Also nicht. Ja. Ja, mein Gegner ist ein Eis-Pokémon, ich mache eine Feuersturm mit Ho-Oh drauf. Ja. Also, wenn das jetzt Real Life gewesen wäre, wäre eigentlich so Sneeple jetzt komplett in Asche verbrannt. Sozusagen. Ja. So, und jetzt. Ah. Es gibt sie. Oh. Ich hab mein Counter. Ich auch. Ich mag Möpse. Ich hab ne fette Mieze. Knurgast hatten wir, meine ich, schon als Encounter. Okay. Bin mir sicher. Aber ich mag Möpse. Ich auch. Ich hab Seemops. Okay. Amaldo is not bad. Oh ja. Oh ja. okay, Speziesclaw, also ich kann noch was Besseres finden, deswegen ich würde ihn erstmal mitnehmen und würde dann nochmal suchen. Ja. Das würde ich so unterschreiben. Nur ich muss auf jeden Fall mit Ho-Oh raus. Oh, fuck, Rayquaza. Ehrenmann. Was machst du dir Sorgen? Ich muss mit Ho-Oh raus, weil Ho-Oh hat eine vierfach Gesteinschwäche und besteht ein Despotar gegenüber. Ey, ich bin jetzt neidisch. Ich habe auch noch einen Despotar auf der Box, der auch noch lebt, aber ich habe ein Kackwesen. Ich schwäche den mal ein bisschen. Ich hoffe, du hast ein gutes Wesen auf deinem Despotar. Ich kann ihn ein bisschen mit Steinen bewerfen, das juckt ihn nicht allzu viel. So, auf ein neues, wa? Amaldo und Despotar wäre aber auch ein gutes Pärchen. Oh ja, die passen zusammen, das sind auch zwei so eine Boliden. Oh! Ist schon wieder Speziesclaw? Ja, Staraptor. Ja, aber guck mal, wen ich vorne habe. Ja. Ich brauche Staraptor wirklich nicht. Schau dir mal die Leben von Despotar an. Ich hätte gerade fast noch eine Attacke gemacht. Wow. Warte mal, das ist unser letzter Encounter. Ich könnte Meisterball werfen. Theoretisch schon, aber ich versuche ihn doch erstmal so zu fangen. Ja, weil ich habe ja noch ein paar Speziesclaws, falls... Easy! Banette eigentlich nicht. Nee, Banette ist nicht geil. Da ist Amaldo besser, finde ich. Obwohl, du darfst auch nochmal suchen, weil du hast Despotar zu Kauter. Obwohl, nee. Doch, ich darf nochmal suchen. Sicher? Weil ich hab Despotar, der ja, Speziesclaws, du ja, hast... Ja, deswegen durfte ich ja neu suchen, aber du? Du ja auch, ja. Du durftest wegen Schnurgast neu suchen. Ursprünglich, du hattest ja Schnurgast, Speziesclaws. Dann hab ich auch nochmal neu gesucht, weil ich Seemaps hatte. Dann hab ich Despotar gefunden, Despotar, Speziesclaws. Deswegen, dann habe ich quasi zweimal. Staravia gefunden, Staravia ist auch nochmal Speziesclaws, das heißt, ich darf noch zwei Pokémon suchen. Ja, und ich eigentlich noch einen. Du dürftest da jetzt noch einmal fliehen und dann noch. Und dann der nächste wäre der Finale. Genau, das mache ich jetzt auch, ja. So. Seemops wieder, das heißt, er zählt nicht, ist nice. Okay. Iradax ist nach der VM-Sklave, aber sonst ist er eigentlich gar nicht so gut. Ja. Ich warte nochmal. Ich hoffe, du kriegst Speziesclaw. Lol. Der Typ stimmt schon mal. Okay. Okay, das war mein letztes Pokémon. Gut, dann kann ich auch abbauen. Ja. Aber Amaldo und Despotar sind ein stronges Duo. Definitiv. Wer noch gewesen? Okay, der war Speziesclaw gewesen. Schade. Ja, weil ich Toxicroak schon hatte. Ja. Schade. Ich habe ganz... Nein. Dominion. Du hast einen sehr niedlichen Schrei, das gebe ich zu. Aber geht. Ja, Luminion, ich finde, der Schrei klingt fast so, als wäre er ein Negi. Ich will mal ganz kurz gucken. Ach scheiße, ich hab die Liste gerade von dir nicht mehr offen. Ob mein Amaldo kaputt ist. Gesteinkäfer. Geile Typenkombi, weil, wenn man mal in mein Team guckt, ich habe weder Gestein noch Käfer. Ich bin durchaus zufrieden, wenn er nicht kaputt ist. Hastig. Ah ne, der ist ausgeglichen. Ne, das sieht man in diesem Game noch nicht, deswegen hat es dir das durchgeschickt. Ja, scheiße, okay, ich guck kurz. Ich guck kurz nach. Mach weiter. Ey, hör auf, deine E-Zigarette zu ziehen. Lass mich. Passt dich, ich hab's gefunden. Der Spiel endet hoch. Wow, ich hab's gerade offen, ey. Mann. Endet hoch und. Moment. Was ist das?
Also, ich sag's mal so, Death runter, Init hoch ist nicht unbedingt allzu geil für ihn, aber... Ich bin gerade... Death runter? Ja, Death runter, Init hoch. Das Amaldo von dir, Death runter, Init. Achso, ja, jetzt habe ich sie gesehen, okay. Ja, gut. Andersrum wäre ein geiles Wesen. Ja. Ach, schade. Amaldo ist kaputt. Könnte man wirklich überlegen. Wen hattest du nochmal für mein Despotar? Weiß es nicht mehr. Aber der ist ja auch kaputt. Nee. Plus Angriff minus Spätzle ja, hoch. Genau. Ja. Der ist genauso kaputt. Aber mit den beiden hätte ich zwei neue Typen. Also Gestein haben beide und Erdkäfer und Erdunlicht. Silber. Ja. Das, was meinem Regirock fehlen, waren zwei sehr effektive Eisenschädel. Ja, aber guck mal, wen du als Gegner hast. Hatte. Ja. Der existiert nicht mehr. Oh, lol, guck mal, wer kommt. Arktos. Ein geiler Piepmatz. Arktos hat eine vierfach Gesteinsschwäche. Ich werf mal Steine drauf. Impolia, komm, du kannst das. Ja, geiler Verfolgungsglaube. Sehr geil. Nein! Wie viel? Guck dir mal an, wie viele Leben er noch hat. Lol. Das sieht so aus, als ob er dann ein Item trägt, Alter. Was ihn überleben lässt. Das Ding ist, er hat es nur überlebt, weil ich minus im Angriff bin. Gerade, weil ich eben Kraftkloss eingesetzt habe. Bock dich, geh weg. Tut mir leid, Staravir, oder besser gesagt, Staraptor dann später, aber Rayquaza ist nun mal geiler. Tut mir leid. Ja, und in jeglicher Hinsicht besser. Ja. Obwohl ich beide sehr, sehr gerne mag. Ja, obwohl Staraptor kann in diesem Game stärker Attacken lernen. Also, ja, Nahkampf-Sturzflug, ja, zum ja. Beispiel, aber... Draco Meteor ist natürlich eine Ausnahme. Ja. Ja, aber dafür muss ich ja auch erst das Zutrauen erhöhen. Deswegen habe ich Rayquaza gerade noch die ganze Zeit vorne. Der muss jetzt ein bisschen falten. Ich bin eh falsch gelaufen, oder? Obwohl, hier könnte ein Item sein. Da ist auch ein Item, das kann ich dir so schon sagen. Aber ob es gut ist, weiß ich nicht. Ich habe es nicht mitgenommen, weil ich mir nicht die Mühe machen wollte, gegen den zu kämpfen. Oh, fuck, ey. Ja, bei der gut. Höchsten Entwicklung ja. Von ihm hätte ich auch ein Problem. Oh, ja. Ey, du. Ja, stimmt. Mein Lieblings-Pokémon. Die dritte Entwicklung. Oh. Rayquaza. Da solltest du lieber nicht drin bleiben. Nee, lieber nicht. Das Ding ist eine physische Wand. Ich greife es mit Aquano speziell an. Achso, ich wollte gerade wegen seinem Stahltyp mit Glurak draufheben. Nein, weil der Stahl Gestein ist und Glurak eine vierfach Gesteinschwäche hat. Ja, okay. Das heißt, er wirft einen Stein auf Glurak und Glurak ist tot. Weil ja, das gut. Ding auch noch einen hohen Angriff hat. Ja, gut. Da habe ich jedes Mal Schiss vor bei Rayquaza, dass er durch Zufall irgendwie eine Steinkante oder irgendwas abkriegt. Und dann war es das mit Rayquaza. Kommt drauf an, wer die einsetzt. Naja. Wenn Shiki eine Steinkante einsetzt, war es das nicht. Ja gut, oder noch schlimmer, Rayquaza kriegt eine Blizzard ab, weil das ist vierfach und dann auf Wiedersehen. Mhm. Kommt es aber auch wieder drauf an, das killt Rayquaza auch nicht von jedem. Wer kommt da jetzt eigentlich? Ich hab's vergessen. Ich glaub Shiki, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Ich meine Shiki gelesen zu haben. Ein fairer Gegner, oder? Ja, Shiki, ich kann lesen. Okay, ich bin ganz lieb zu dir. Alter! Ey, du bist auch nicht besser, du hast die Fliegen auf Capoeira gemacht, Alter, mit dem Ho-Oh. Und? Keine Holzhammer auf dem Shiggy! Ey, Tobots! Okay. Ja, du kannst auf Giratina gehen, Geist ist effektiv. Ja, aber ich war gerade im Überlegen, Psycho trifft Geist ja nicht, ja? Doch. Oder, aber nicht sehr effektiv. Neutral, glaube ich. Aber trotzdem. Themenkraft ist sehr viel besser als Unheilböen. Ja, das will ich mir aufheben im Notfall. Okay, der ist eh tot. Alter, dieser Opa
hat einen normalen Gameverlauf, wenn ich das richtig habe, Bisaflor, Turtok und Glurak als Pokémon. Alter. Nein, okay, er hat nur zwei Pokémon, aber irgendwie Bisaflor und Glurak oder irgendwie sowas hat er. Irgendwie so Starter hat er, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Silberhoch ist doch. Ist das nicht eine Käferattacke? Ja, eine spezielle Käferattacke, die für die Signature von Papinella ist. Gar nicht mal so geil. 60 Stärke ist nicht ganz kacke, aber auch nicht so geil. Naja, aber. Ich habe keine Kreuzschere oder irgendwas für meinen Amaldo. Also ich gehe davon aus, dass du. Silberhoch brauchst du nicht auf Amaldo hauen. Das ist nutzlos. Achso, ja, Amaldo ist ein physischer Angreifer. Ja. Na gut. Ja, wow. Warum mache ich nicht Topschutz direkt wieder an, Alter? Bin ich behindert? Ja, bist du. Warum sage ich überhaupt? Ich kenne. Du antwortest doch sowieso immer drauf, ey. Nein. Ja. Guck mal, wenn ich jetzt Gegner habe. Oh. Und ich bin auch auf Giratina gegangen, damit ich den Nahkampf auskontern kann. Weil der Nahkampf vom Staraptor könnte selbst meinem Regirock ein bisschen wehtun. Ja, definitiv. Weil das ist sehr effektiv. Oh, ich hab den Omniboost! Und ich glaube, das war das letzte Pokémon, also ist der Omniboost doch scheißegal. Oh. Rayquaza, ich würde sagen, du hast einen Gegner. Guck mal. Okay, da hätte ich gefühlt alles einsetzen können, der wäre sowieso tot gewesen. Yep. Sorry, mit der Pfeife, das ist Reflex gerade irgendwie. Was mit der Pfeife? Habe ich gerade gar nicht gehört. Na gut. Ja, meine steht auf meinem Nachtschrank. Oh ja. Auf den. Ich mal wieder schweißgebadet aufwache und mir denke, oh, ich muss jetzt rauchen. Das ist auch ein lustiger Fight. Oh, Guillotine. Du Fixer. Nein. Nein. Hey. Guillotine ist eine KO-Attacke. Ja, ist es auch. Kokowai, überlebst du das? Kokowai überlebt keine K.O.-Attacke, niemand überlebt eine K.O.-Attacke, nicht mehr Regenrock wird das überleben, obwohl er es resistet. Von welcher Typen-Kombi kommt denn das? Guillotine ist eine normale Attacke. Also wenn ich auf Giratina gehe, müsste das nicht treffen? Normalerweise nicht, ich bin mir aber nicht zu 100% sicher, wie das ja, bei K.O.-Attacken ist, aber normalerweise nicht. Ja, aber Kingda ist schneller, also ich muss wechseln. Ja. Dann stoppt Kokowai. Ja, und sonst stirbt Giratina. Wow! Okay, da hätte ich nur umnieten können. Du dämlicher Bock. Oh ne. Ah ne, es ist so Tussi. Ja. Ey, Silber. Ja. Ich mag Züge. Auch so. Für so eine Sachen bin ich halt immer froh, wenn ich einen Geisttypen im Team habe. Oh ja. Deswegen wollte ich in Strahlender Diamant auch Prostegio-Team haben und ich mag Prostegio sehr. Oh. Also ich finde mein Team auf Strahlender Diamant auch ziemlich geil. Auch wenn ich dabei bin im Moment. Was? Ich habe da Matschbomb mit drauf gehauen. Und auch wenn ich im Moment dabei bin, mir ein Rihorn auszubrüten, weil ich ein geiles Rihornio haben will im Team. Ja, ich hab mit dem Game abgeschlossen, ich bin durch. Ja, ich bin auch durch. Ja, nee, aber ich meine, ich bin wirklich durch. Ich habe zweimal gegen Cydia gekämpft. Ja, same. Oh, okay. Suchti. Warum Suchti? Ich hatte da schon. Ich habe schon das zweite Mal gegen Cydia gekämpft, irgendwie 4 Tage nachdem das Game rausgekommen ist, gefühlt. Wie komme ich denn da hin? Da links die Treppe hoch. Oben links. Ach so, ich dachte, das geht dann hier in den anderen Raum. Und da musst du noch weiter. Ach so. Da musst du nach unten weiter. Links oben ist ein Item. Und da musst du mit dem Fahrrad ein bisschen rumdingsen. Guck mal, eine Schnepfe bekommt eine Feuersturm ab. Ja, ich hab die Hoffnung, deswegen versuche ich jetzt wirklich alle Items mitzunehmen irgendwie. Ich hab die Hoffnung, dass ich noch eine geile TM oder irgendwas hier kriege. Waxo. Wozu? Hä? Habe ich Fahrrad nicht eingestellt? Achso, nee, ich habe Angel gerade, glaube ich, drin. Da du eben auf einmal random angefangen hast zu angeln, ohne deinen Beutel zu öffnen, würde ich das auch so schätzen, ja? Ja.
Lol, die Trainerin hieß bei mir einfach Crystal. Das ist die langsame. Ja, okay. Jetzt einfach nur so, dass du langsam drüber hüpfst. Ja, und jetzt einsammeln. Wenn ich jetzt daran vorbeigefahren werde, drunter, ey. Macht reif und jetzt in der schnellen Stufe wieder zurückspringen. Also, ja, halt, wo du gerade langsam drüber hergefahren bist. Da rechts. Jetzt da nach unten und dann bist du da wieder auf normalen Fahrt. Nein, den wollte ich nicht. Ich wollte eben. So, jetzt kann ich die Geschwindigkeit wieder hochdrehen. Hast du 1,75 oder 2? 2 hatte ich, aber ich kann auch auf 1,75 lassen, ist kein Problem. Oh, gut. Ui, der hält ein bisschen mehr aus als Pichu. Oh. Mit dem Fahrrad war das gerade ein bisschen blöd. 3 Hits haben den getroffen und der lebt immer noch. Lohnt sich das da oben lang zu gehen bei dem Fuzzi? Ah ne, da kann ich eh ausweichen. Ja, wow, das bringt ja auch nichts. Okay, du hast verkackt. Ja, habe ich jetzt auch gesehen. Boah, Junge. Von wegen in der Siegestraße sind wir 20 Minuten durch. Das glaube ich kaum. Hä? Ja, also... Das hat jetzt ziemlich lange gedauert mit den Encountern und so. Aber gut. Wenn wir uns beeilt hätten... Du hast schon wieder verkackt! Ah, jetzt hab ich, ja, weil ich den Stein runtergeschoben habe. Oh, jo. Du musst sowieso gegen den kämpfen. Warum? Achso, ja, okay, ja. Oh. Alter, wie kann man so lost sein? Du hast das gleiche gemacht wie eben. Kiondragi, du bist Käferunlicht, ja? Giftunlicht. Glaube ich. Ich dachte, er ist Käfer. Ist er nicht Käferunlicht? Ich teste es mal. Ich teste es jetzt einfach, ob er Käfer ist. Ah, ich habe kein Internet. Kiondragi. Ja, wow. Kiondragi ist Gift und nicht, sag ich ja. Ach, egal. Wow. Und das Wichtigste ist, ich mag Züge. Du bist besoffen. Was? Du bist besoffen. Also, ich habe schon den ein oder anderen Hubertus auf, aber... Ah ja. Ramaidon... Achso, das ist dieser... Das ist er, ja gut. Jetzt habe ich mich gerade erinnert. Ja, gut, dass du gewechselt hast. Ja. Also wäre Glurak wahrscheinlich tot. Ey, ich habe einen deutschen Ball gefunden, den Heilball. Ah ja. Wie kommt man auf sowas, ey? Dieser Zusammenhang vor allem. Oh Gott. Hui, guck mal. Am Pokéball. Okay. TM Gift-Hieb. Komm ran. Klar, Wasser bringt nicht viel, ne? Wasser wird. Ja, okay, gut, das ist ein roher Schall, das wusste ich nicht. Gift-Hieb ist eine gute Attacke. Aurora Schall bist du. Müsste vierfach sein. Ist es auch. Wow. Warum ist Aquana vergiftet? Wegen Giftspitzen. Du musst dich unbedingt heilen. Ich weiß. Ich hab das oft schon. Bei dir bin ich mir da nie so sicher, deswegen sage ich es lieber.
Bringen Hypertränke jetzt zufällig gerade mehr in dem Game noch? Hypertränke bringen hier, glaube ich, noch 200 Leben. Genau. Also ich habe sie in Erinnerung gehabt, dass es bei den anderen Games jetzt irgendwie 120 oder so ist. Ja, ist irgendwie mega behindert. Da kann ich jetzt mal angreifen, du Scheißvieh. Lass Aquana bloß nicht draufgehen, du brauchst Nein. Aquana ist seit Anfang an dabei, den brauche ich auf jeden Fall. Mich stürzt, dass es ein männliches Aquana ist, weil Aquana ist für mich ganz klar weiblich. Definitiv. Männlich ist aber besser. Aquana ist weiblich, fertig. Achso, ich hab's auch die hier geholt. Aquana gönn dir. Ah, ich bin lieb zu dir, Aquada. Du hast es geschafft, eben. Okay, Hyper. Ah, Heilgift. Ja. Gegengift war da gerade, bist schon dran vorbei. Ah, okay, habe ich noch. Ja gut, da war ich mir gerade nicht mehr sicher. Perfekt. Mantirps. So. Das ist zwar ein Pokémon mit einem relativ hohen Spätzdef, nur ich glaube, der Donner vom Ho-Oh, die vierfach effektiv ist, überlebt er trotzdem nicht, oder? Guck ihn in die Augen, wie kannst du das so tun? Ist doch ganz einfach. So. Einfach mit den Pfeiltasten auf Donner gehen und dann einfach A drücken. Und natürlich nicht Enter, weil ich spiele natürlich auf Nintendo. Ja, du bist schon ein Bilderbuchsadist. Ich habe eben ein Video gesehen, wo ein Mimikma, also du kennst den Mimikma, ne? Also das Fake Pikachu, das mit dem Pikachu-Kostüm. Achso, ja, ja. Wo der ohne Kopf quasi war und einfach nur so ein kleiner Klumpen war, der sich mit dem Pikachu in Anführungszeichen angefreundet hat, den in den Wald entführt hat, das Pikachu getötet hat und die Haut von dem Pikachu über seinen Kopf gezogen hat oder über seinen Körper gezogen hat und das Kostüm dann wirklich die Haut vom echten Pikachu ist. Nee, und darüber habe ich gelacht. Alter. Ach, lustig. Boah, guck mal. Alter. Yo, bitte verlier nicht recht, Quasar. Eigentlich sollte ich schon boosten, oder? Und schaffe ich das nicht. Unbedingt. Ach du Kacke, Alter. Mit so einem starken Gegner habe ich echt nicht gerechnet. Ach, schau mal, wo ich bin. Kommt der. Achso, ich. Ja, stimmt, das ist Platin, ja, okay. Gut, dann kommt der Rivalenfight, sobald wir den Typen da vorne anquatschen. Ich weiß, deswegen tue ich es auch nicht. So, Bronzong, du bist Psycho-Stahl, oder? Ja. Okay, dann kann ich mit, hier mit Undicht treffen. Ja, ich weiß aber nicht, ob Undicht in dem Game noch neutral oder schon sehr effektiv ist. Neutral. In den späteren Games ist das dann sehr effektiv bei der Typenkombination, weil Metagross und zu OP gewesen wäre. Ja, du bist ein Arschloch, deswegen kriegst du das jetzt. Wow. Dann hätte ich doch lieber bei Knirscher bleiben sollen. Aber Drachen. Ach, jetzt guck mal, was ich jetzt verkaufe. Du Arsch. Ich wünschte, ich hätte noch eine Herzschnuppe für Arbaldo. Google, ist rechts ein Item? Du kannst rechts gar nicht lang, egal wie du verschiebst. Oh, okay, ich sehe schon. Ah, das ist der Opa. Gut, den hätte man ausweichen können, wie es aussieht. Lol. Der ist ja fast schon stark. Auf Wiedersehen. Ich hätte gern. Ey, Legi, warum nicht? Obwohl, komm. Ihr beide habt die gleiche Farbe, also seid ihr schon sympathisch, oder? Er ist Typ Pflanze, Psycho. Also Flug ist sehr effektiv. Ich weiß. Also ich wusste, dass Celebi den Pflanzentypen hat. Ja, den von Psychotypen wusste ich nichts. Okay. Ist ein Item? Schade. Hallo. Ja, ich bin gerade übrigens Traitor, weil alle,
Also ich bin gerade straight dabei, alles zu verkaufen, was ich habe, ne? Ja, hatte ich auch noch vor. Weil wozu alles, noch? Wir sind in der Pokéliga. Ja, deswegen. Also klar, so ein paar Items, die ich eventuell noch dem Pokémon, was ich im Team habe, geben könnte oder so. Oder wenn ich die VMS-Gaben rauspacke und so, behalte ich. Aber... Ich vergesse jedes Mal, was gibt für eine Schwäche der Boden, oder? Psycho-Boden. Okay. Hier. Habe ich noch Psycho? Nö, ich habe kein Psycho. Okay. Na denn. FFN. Auf Wiedersehen, Slimer. Der Typ ist gerade Zoe. Okay. Hattest du dazu für dich eine OP? Ja, wow. Das habe ich gerade gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich glaube, rechts war ein Item und oben muss ich eigentlich lang, ja? Nein, du musst rechts lang, oben kannst du gar nicht lang. So ein bisschen in Erinnerung hätte man das noch haben können wegen den Remakes, aber gut. Ich weiß gar nicht, ob das in den Remakes auch so war, habe ich schon gar nicht mehr im Kopf. Alzheimer lässt grüßen, hi. Ich hätte gerne noch eine etwas schwächere Pflanzenattacke auf Coco, weil nicht immer so, dass ich immer hier Holzhammer verbraten muss. Okay, das Ding hat 15 Stück, also. Wow. Piss dich. Aber. So, ich habe jetzt hart meine Items aussortiert. Unlicht hat eine Kampfschwäche. Ja, aber der ist Typ Gift und nicht. Das ja, heißt. Gut, ich hab keinen Kampf, Schwächen. Sowieso. Was hat der als Schwäche? Im Boden hat der als Schwäche. Ja. Das ist aber, glaube ich, auch der einzige Schwäche von dem. Hab ich auch nicht. Und du musst bei ihm aufpassen, der kann Fähigkeit Finalschlag haben, ne? Oh, okay, dann. Dann sollte ich Rayquaza eigentlich mal rausnehmen. So stark ist Finalschlag nicht, also. Ciao. Wenn du ihn jetzt mit einem Hit rausnimmst, sollte Finalschlag dich eigentlich auf keinen Fall killen. Gut, dass ich Kokobai rausgenommen habe, weil er hat Flammenwurf. Ja. Und er hatte nicht Finalschlag, okay. Noch besser. Jetzt brauche ich Kokobai wieder. Obwohl Rayquaza könnte das auch locker schaffen, aber. Ist Morabe schon in der Form schon Typ Boden? Also der Entwicklung? Ich glaub wohl. Okay, dann hat er eine vierfache Pflanzenschwäche. In der Tat. Er wurde vernichtet. Alter, hat das Damage gemacht. Junge. Kabuto! Bei dir vergesse ich auch mal, was für Typen das Gestein schlaggestort. Gestein Wasser. Also auch Pflanze vierfach Schwäche. Ja, aber wenn ich mit Kokowai jetzt nochmal draufhaue mit dem Holzhammer, dann muss ich ihn aber vorher heilen. Oder kann er sich selber one-hitten mit Ja, er kann sich selber töten damit. Schade. Aua, das hat jetzt aber wehgetan. Hör auf. Ich habe Angst, mal Kokobai. Geh weg. Und ist der Despotar kaputt? Reden wir nicht drüber. Okay, es ist kaputt. Dann ist es doch ein sehr gutes Pärchen. Beide sind kaputt. Ja, wer sagt, dass es kaputt ist? So wie du das gerade gesagt hast. Es ist, also, es ist nicht das beste Wesen, aber es ist auch nicht ganz kacke. Also, es ist quasi neutral. Es ist innen drunter Spezialangriff hoch. Er hat nicht wirklich viel innen drunter, Spezialangriff braucht er auch nicht. Also, es ist quasi neutral. Wollen wir den Team nehmen? Kommt drauf an. Den kannst du entbehren.
Wenn ich das so sehe, kannst du niemanden entbehren. Glurak zum Beispiel willst du auch gerne behalten, ne? Ja. Nee, eigentlich. Aber die Typen-Kombi ist schon geil. Käfer-Gestein, deswegen. Ja, und du hast noch keinen Käfer und kein Gestein. Ja. Hab ich irgendwie doppelt? Flug hast du doppelt, also Glurak könnte raus und der ist bei mir auch gar nicht so gut, weil er sich noch nicht entwickelt hat. Ja, nee, es ist mein Lieblingsstart und es ist ein Glurak, ja, also. Ja, klar. Nur nein. Du hast Flug schon als Rayquaza. Ja und? Aber dann habe ich kein Feuer mehr. Wofür brauchst du Feuer, ist die andere Frage. Für den ersten in der Top 4? Die Pokémon sind gerandomized? Ach ja, stimmt. Stimmt, da war was. Alter. Achso, was ich noch kurz angucken wollte, ich will das nicht noch länger hinauszögern, aber kann ich... Quatsch. Kann ich meinem Team noch irgendwas Richtung Calcium und sowas geben? Spezialangriff. Aquana, du hast Spezialangriff. Ja, okay. Hast du dir verdient? Normalangreifer, Rayquaza, gönn dir. Ich hau alles, was ich noch habe, auf Giratina, weil die anderen sind eh schon so zugepumpt, dass ich da nichts mehr draufhauen kann. Oh ja, AP plus, also AP top gebe ich Rayquaza, wenn er Dragon Meteor kriegt. Wenn es funktioniert, heißt es. So, ja gut, machen wir so. Warum nicht? Oh, ich habe noch zwei Sonderbonbons. Uiuiui. So. Schemenkraft hat jetzt 6. Und ja, ich haue die zwei Sonderbonbons auf Giratina und nicht auf irgendwie Rihornia oder so. Das ist gewollt. Weil Rihornia ist Level 38. Wenn ich da die zwei Sonderbonbons draufhauen würde, wäre er immer noch underlevelt. Da kann ich besser den Legi, der sowieso langsam levelt, nachziehen, weil Giratina kann ich notfalls in alles reinwechseln. Ja, wie hoch ist mein Giratina? 48. Und Rayquaza. Ja, auch 48. Rayquaza ist auf 3. Okay, Kokowai ist gerade der niedrigste, aber mit dem kämpfe ich halt gar nicht. Okay, Lurak ist auch nicht besser. Wow. Schau dir mal meine Level an. Ich habe einen 38er und 2 auf 41. Ja. Ich dachte, unser Team wäre schon höher. Allgemein. Ich muss hier lang, oder? Ja, du musst links lang. Scheiße. Du bist aber auch so gut wie durch. Nach dem Kampf musst du noch einen wow. Kampf machen, dann bist du durch. Wow. Mann, ey, Rayquaza wollte auch mal kämpfen. Arschloch. Er kommt nicht so raus. Rayquaza hat eine vierfache Eisschwäche. Ich weiß. Oh, Glurak wird aber auch nicht ohne von Eis getroffen, weil er hat immerhin die Flugtypen. Er hat die Flugtypen immerhin. Er wird neutral von Eis getroffen. Wenn erst der Blizzard kommt, könnte es für Glurak gewesen sein. Macht nichts, das überlebt er nicht. Obwohl, er war 2 Level höher, das hätte er theoretisch überleben können. Würde ich sagen. Es war kein Feuersturm. Driftlun ist Geist noch irgendwas, oder? Geist Flug. Und der kann auch Finalstärke haben als Fähigkeit. Ja, schon klar, Finalschlag ist nicht vom Typ normal, das ist eine Fähigkeit, ne? Ja, aber Giratina, der überlebt das. Ja, auf jeden Fall. Ich mach den hier. Du hättest auch Antikraft machen können, das wäre auch sehr effektiv gewesen und hätte ihn rausgenommen. Scheiß drauf. Die Attacke sieht einfach bombastisch geil aus. Scheiß drauf? Ja. Oh. Ja, Finalschlag hatte der. Da war's. Ha! Mein Giratina hat mehr Leben als deins. Also maximal. Meinst du, es dort 2 okay, Leben und hat ein Leben mehr? Okay, wenn du jetzt damit kommst, dann. Aha. Okay, dein Spezialangriff ist höher, aber. Und mein Normalangriff ist höher. Und meine Init ist höher. Vor allem die Spezialverteidigung. Ich hab meiner 3 höher, ey. Wow. Ja, und in Normalverteidigung hat deine 18 höher. Ja gut, ich bin 2 Level drunter gerade. Ja. Oh, da war ein Pokéball. Ja, wow. Ich hab ein neutrales Wesen. Ich weiß nicht, mache ich mir die Mühe und gehe jetzt nochmal zu dem Pokéball. Ich glaube, nee, da gehe ich nicht lang. Nee, ich glaube, ich mache mir die Mühe jetzt nicht mehr. Sorry. Oh, hallo Opa. Wenn du da links weitergehst, da ist noch ein Pokéball.
Ja, wow. Eisbärenstein. Eiwurde-Tüll wäre schon geil, aber wir haben ja gesagt, nur ein Fossil. Da brauchst du nicht lang, da brauchst du gar nicht erst lang gehen. Da können wir nicht weiter, da können wir später neben die Liga. Wenn du da lang die Treppe hochgehst. Ach so, da kriegt man ja theoretisch dann Shaman. Wenn man den Brief des Professors hat, ja. Opa, geh in Rente und lass mich in Ruhe. Ja, es ist doch gar nicht so ein alter Opa. Oh, okay, das ist hardcore. Alter, warum hast du nicht fliegen gemacht? Du hast keine Chance. Alter, okay, das muss auf jeden Fall eine Highway oder so gewesen sein, sonst wärst du so aus dem Tod gewesen. Ich glaube auch. Okay, da kommt ein Drache. Rickfaser ist definitiv schneller, also auf Wiedersehen. Sowohl schneller, als auch stärker, als auch cooler, als auch... Ja. Okay, wir sind nicht so fies, okay. Altaria ist ein Drachentyp, das ist cool. Und ich habe vergessen... Altaria ist das Lieblings-Pokémon vom Kumpel von mir. Ich weiß nicht, wer kommt da jetzt? Weiß ich nicht, habe ich nicht drauf geachtet. Ich auch nicht. Ach, Rickrasa, mach. Kanimani, ach gut. Harry, Mami! Verschwinde. Piss dich, Alde. Ein Level hätte ich... Also die paar EP hätte ich doch gerne gehabt auf Rickrasa, ey, Junge. Kommt da noch ein Trainer? Hallo? Sind wir hier oben lang? Ach, hier ist der Ausgang, wa? Okay. Nein, da ist das selbe TM. Du musst oben und unten verschieben. Und dann den in der Mitte zur Seite. Ja, so. So, dann, ja. Genau so. Ja, wow, Alter. Die Kacke kann ich verkaufen. Ich hatte da Gift-Heap. Was keiner aus meinem Team lernen konnte. Also hat es mir auch gar nichts gebracht. Bei mir Kokowalz lernen können, bei mir. Da musst du auch. Gift-Heap, also ein Pokémon aus meinem Team kann Gift-Heap lernen, aber der hat schon Gift-Heap. Ach ja, also, genau, Gizzy musst du auch noch kämpfen. Sorry. Also, Rehornio meinst du wahrscheinlich, oder? Ja. Der hatte von Anfang an Gift-Heap. Und Gift-Heap ist auch einfach eine Collar-Attacke. Hi. Was guckst du? Das iPhone. Was guckst du so? Gizzy. Mag dich nicht, was ich durchaus verstehen kann. Ich glaube, das bringt dir jetzt auch nicht mehr viel. Verschwinde. Was habe ich gerade getan? Ich habe gerade von Slot 1 von Slot 4 aus Versehen geladen. Alter. Zum Glück hatte ich gerade noch gespeichert. Ja, gut. Pikachu, es ist ein fucking Pikachu, aber er könnte theoretisch Donner und sowas haben. Ja, du brauchst mit Rackwasser nicht raus. Nee. Ein Drache resistet Elektro. Ach echt? Ja. Das heißt, du wirst nur neutral von Elektro getroffen. Also. Kapaloris. Hat eine Flugschwäche. Ja, ich weiß. Deswegen ja. Kapaloris. So, Kapaloris, du Kackvieh. Kapaloris, du Kackvieh, jetzt gib mir bitte die EP für das nächste Level. Verpiss dich und gib mir die EP. Geht auch. Das wollte ich noch. Bei dem Fetten liegt ein Ball, aber na gut. Scheiß drauf. Ausgang. Hallo Julia. Hat ja nur eine Stunde gedauert, seit der Aufnahmebeginn. Ja, du hast aber ziemlich rumgetrillt, muss man dazu sagen. Ich bin schon komplett fertig. Wirklich. Tu ich aber, weil du ein kleiner Huan-San bist. Liegt hier doch was? Nö. Ich glaub kaum, aber. Ah, ne. Hi. So, dann packe ich jetzt den VM-Sklaven raus. Deck mich für die Pokéliga ein. Tut mir leid, aber dann musst du leider doch noch warten, weil ich muss noch nach Dragon Meteor gucken. Skunk Tank, du musst leider rein. Edge.